Willkommen zurück hier bei FIBO at Business, live aus den M-Create Studios in Düsseldorf. Willkommen zu unserer nächsten Session. Tja, ich freue mich sehr, dass Mailin Schmelter bei mir ist. Bevor wir dich hier genauer vorstellen, worum geht es? Es geht als nächstes ja um die zunehmende Digitalisierung. Das Ganze gepaart mit dem wachsenden Online-Boom. Also das stellt ja das Konsumverhalten in Zukunft völlig auf den Kopf. Dazu werdet ihr uns ganz, ganz viele Fragen sicherlich beantworten oder viele Fragen, die du an interessante Gäste hast. Du bist stellvertretende Bereichsleiterin beim IFH in Köln, also auch beim ECC, Tochterunternehmen. Was machst du im normalen Alltag? Also so tagtäglich beschäftige ich mich eigentlich mit den verschiedensten Digitalisierungsprojekten im Handel, mittlerweile auch zunehmend auf Herstellerebene. Ja, alles, was mit E-Commerce, Social Media und allen Prozessen dahinter zu tun hat. Digitalstrategie, Vertriebsstrategie und. Wir freuen uns, dass du deine Gäste vorstellst und auf die nächste Session, auf die nächste Talkrunde. Viel Spaß. Danke. Ja, ich freue mich auch, heute hier zu sein. Wir haben ja schon gerade vom André kurz gehört, es geht ums Thema Digitalisierung. Wir sehen natürlich gerade in den letzten Zeiten, Wochen, Monaten, auch durch Corona, das ganze Thema nochmal einen extremen Push gekriegt. Heute geht es um das Thema neue Wege zum Kunden, Alexa, Pamela und Co. Und der Hintergrund ist da natürlich, dass die Customer Journey mittlerweile einfach immer komplexer wird, sowohl online als auch offline. Immer mehr Touchpoints dazukommen, die halt eben auch durch Unternehmen bespielt werden müssen, um halt eben den Kunden zu erreichen. Und da freue ich mich besonders, dass wir hier heute in einer hochkarätigen Expertenrunde zusammengekommen sind und das Thema ein bisschen diskutieren können. Ich habe heute mitgebracht den Kai Hudetz aus dem IFH Köln, Geschäftsführer, unter anderem auch mein Chef. und natürlich den Robert Kronecker von Hafervoll. Du wirst natürlich auch gleich noch ein bisschen was zu dir und zu deinem Unternehmen, Startup in der Müsli-Riegel-Branche, sagen. Zu meiner Linken, eurer Rechten, der Damir Delalagic von House of Yes. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Und last but not least, Mario Träger von Webworks. Alles um das Thema SEO und SEA, der Experte für heute. Wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr euch kurz selber vorstellt. Wir starten auch da nochmal wieder auf der rechten Seite mit dem Kai. Wer bist du? Warum bist du heute hier? Ja, Kai Hudetz, seit gefühlten 100 und tatsächlich jetzt 24 Jahren rund um das Thema Handel aktiv. Wir analysieren für unsere Kunden die Märkte und das Verhalten deren Kunden. Und seit 1999, damals habe ich das ECC Köln hier gegründet, das heutige, vor allen Dingen auch mit dem Fokus auf Digitalisierung und wie verändert das das Konsumentenverhalten. Und ich denke, das passt ganz gut zu unserem heutigen Thema. Das glaube ich auch. Danke, Kai. Robert, Hafervoll. Ich glaube, der ein oder andere kennt es schon, oder? Ich hoffe doch. Ja. Ich bin begeisterter Kunde. Das ist schon mal gut, ja. Ich stelle mich ganz kurz vor. Hallo, ich bin der Rob von Hafervoll, Gründer, Geschäftsführer. Und kurz gesagt, wir machen die geilsten Haferriegel, Müsli-Riegel am Markt. Eigentlich Flapjacks, also Leute, vergisst den Begriff Müsli-Riegel, das war gestern. Wir sind quasi so der Babo unter den Müsli-Riegeln oder Müsli-Riegel 2.0. Flapjack klingt auch viel cooler. Ja, man muss ja irgendwie eine kleine Story erzählen. Ja. Ne? Danke dir. Damir. Ich bin Damir, genau. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von House of Yas. Wir sind eine Digitalagentur im weitesten Sinne, aber im Speziellen betreuen wir unsere Kunden, hauptsächlich große Unternehmen und Konzerne, bei der Planung und Erstellung von Inhalten und fangen dort grundsätzlich beim User an. Ich glaube, das wird auch heute so ein Thema sein. Ja, ihr verknüpft auch gerade online, offline da an der Stelle sehr erfolgreich. Zum Teil, Bin ich gespannt, was du gleich zum Thema berichten wirst. Mhm. Klasse, danke. Mario. Ja, hallo. Gerne. Hallo. Genau, mein Name ist Mario Träger. Ich bin Geschäftsführer bei der Agentur Webworks. Wir sind eine Agentur aus Berlin und unterstützen mittelständische bis große Online-Shops in dem Bereich Online-Marketing für Online-Shops. Das heißt, wir beraten diese Kunden in den Bereichen Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung, alles rund um das Thema Neukunden, Online-Marketing. Online-Sichtbarkeit sicherlich auch eins der Buzzwords, gerade auch in diesem Jahr, muss man mal ganz klar sagen. Ja,
Super. Ja, ich freue mich, dass ihr hier seid. Wie gesagt, ich würde ganz gerne tatsächlich mal mit der Handelsexpertise an der Stelle starten. Kai, du als Handelsexperte hast natürlich einen ganz bestimmten Blick auch auf das, was gerade so in der Branche passiert, vor allen Dingen aber auch, was in der Sportbranche passiert, weil wir sind ja heute hier auf der FIBO at Business und da wollen wir natürlich auch so ein kleines Spotlight auf die Sportbranche werfen. Wie sind da so deine Insights aktuell? Ja, also wir fahren ja den Corona-Consumer-Check, nennen wir das, also eine Konsumentenbefragung in regelmäßigen Abständen. Haben wir 5-mal jetzt während der Pandemie schon Untersuchungen gemacht, bereiten gerade die 6. vor. Wir sehen natürlich tatsächlich ein deutlich verändertes Konsumentenverhalten aus verschiedenen Gründen. Ein paar Themen sind ja relativ langweilig, in Anführungszeichen. Die Online-Offline oder die Offline-Online-Verschiebung, die sehen wir alle, die spüren wir ja auch alle. Wir sehen, das war natürlich am augenfälligsten während des Lockdowns, wo ich gar keine anderen Möglichkeiten teilweise hatte, für gewisse Produktkategorien die einzukaufen, dass sich da die Online-Bestellung verlagert hat. Aber spannender ist es halt zu gucken, was passiert dahinter. Wir sehen Entwicklungen gerade für die Sportbranche, die teilweise ja deutlich profitiert hat von dem, was da passiert. Die Leute sind mehr zu Hause, sie achten eben mehr dann auf ihre körperliche Fitness, auch im Homeoffice. Das heißt, Hantelbänke sind ein spannendes Thema, Tischtennisplatten waren ein spannendes Thema. Wir sehen auf der Produktebene sehen wir eine ganze Menge Gewinner auch dieser Pandemie, muss man sagen. Nicht nur der Brotbackautomat, der mit plus 670% hier ganz vorne. Aber wir sehen ja, dass eben nicht nur Pools ausverkauft waren, sondern auch Tischtennisplatten beispielsweise. Tischtennisplatten schwierig, lange Lieferzeiten, die wir hier hatten. Wir sehen es bei Fahrrädern. Das Problem ist nicht letztlich Fahrräder zu verkaufen für den Handel, sondern letztlich die Fahrräder überhaupt erstmal zu produzieren oder zu importieren. Also da sehen wir natürlich auch eine ganze Reihe von Gewinnern auf der Kategorieebene. Und wir sehen natürlich schon, dass sich die Customer Journey auch verändert. Und ich glaube, das ist eben das Spannende, wegzugucken von der Transaktion. Wo entsteht eigentlich der Impuls? Wie werden eigentlich Marken gebildet? Und da sehen wir natürlich logischerweise, dass die Online-Touchpoints einfach deutlich, deutlich an Relevanz jetzt gewonnen haben. Wie ist denn aktuell so der Stand des Fachhandels in der Sportbranche? Weil das ist ja trotzdem immer noch so, also ich sage, der klassische stationäre Händler ist ja eigentlich der Fachhändler. Und wenn wir uns so andere Branchen anschauen, dann sehen wir da natürlich schon, ich sage mal, ja, ein leichtes, Händlersterben. Ja. Ist es in der Sportbranche ähnlich? Oder, also wir sehen in der Sportbranche eigentlich auch das typische Bild, was wir kategorieübergreifend bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen haben. Inhabergeführter Facheinzelhandel. Da ist die Bedeutung einfach massiv zurückgegangen, die Umsatzrelevanz in so 10 Jahren fast halbiert. Wir sehen natürlich auch Kauf- und Warenhäuser mit den entsprechenden Schwierigkeiten, auch die waren ja ein wichtiger Vertriebskanal. Und wir sehen natürlich, dass der Onlinehandel auch in dieser Kategorie natürlich sehr stark an Relevanz gewonnen hat. Und wir sehen das Thema Direct-to-Consumer aus einer Herstellersicht. Adidas allen voran, die ja ihre Zahlen dann sehr laut auch propagieren, was sie direkt hier an Direktgeschäft machen wollen. Also wir sehen da auch eine massive Veränderung. Wir sehen, dass beispielsweise eben Intersport als große Verbundgruppe wirklich auch große Probleme hat, da dieser Entwicklung Rechnung zu tragen und das entsprechende System aufzusetzen. Es gibt Chancen, du hattest ja stationär ja auch gesehen. Wir glauben nach wie vor an stationäre Touchpoints, dass die auch eine Relevanz haben. Aber die müssen halt anders bespielt werden, als sie noch vor 10, 15 Jahren bespielt worden sind. Das hat mancher noch nicht so ganz verstanden, der da versucht eigentlich sein stationäres Konzept mit ein bisschen rechts und links noch ein Schleifchen dran, aber im Wesentlichen weiterzufahren. Das sieht natürlich jetzt ganz anders aus. Der Kunde ist ja viel informierter, der hat den Impuls aus einer ganz anderen Ecke bekommen. Der braucht, wenn er schon kommt, eine ganz andere Beratung. Und da verändert sich eine ganze Menge und das ist leider eben auch ein großes Problem für den Fachhandel. Aber es ist eben auch nicht aussichtslos, wenn wir uns anschauen, wie jetzt auch mittelständische, kleinere Rose Bikes, also ein Beispiel, was ja auch viel in der Presse ist, sind ja kleine Unternehmen, die durchaus auch die Kundennähe wieder spielen können. Und wenn du in der Lage bist, dann auch digital dich gut aufzustellen, dann hast du da immer noch alle Chancen. Aber es schaffen halt die wenigsten mittelständischen Händler, das muss man leider sagen. Mhm.
gerade zu Corona-Zeiten ist ja auch noch mal viel, ich sage mal, Kritik oder ich sage mal etwas Bedenken geäußert worden, Stichwort Amazon. Gerade natürlich auch vor dem Hintergrund, ich sage mal, Plattformökonomie, Marktplatzboom. Wie siehst du die Rolle von Amazon so in der Sportbranche? Ja, die Rolle von Amazon kannst du ja gar nicht mehr unterschätzen. Also das ist, ich meine, Amazon wird dieses Jahr wahrscheinlich, unsere Kollegen haben es ja jetzt noch nicht getraut zu prognostizieren. Ich gehe davon aus, dass sie die 50% Marktanteil mit dem Marketplace hier erreichen werden dieses Jahr. Also in etwa jeder zweite Euro, der online ausgegeben wird von Endkonsumenten im Handelsbereich, landet eben bei Amazon, bei der Plattform Amazon. Zunehmend natürlich der Wachstumstreiber der Marketplace. Das heißt, viele Hersteller und Händler versuchen ihr Glück eben dann auch, indem sie ihre Produkte über Amazon verkaufen. Du hast das Thema Eigengeschäft bei Amazon natürlich auch. Und insofern, Amazon ist auch in dieser Branche stark vertreten. Ich muss mich auch mit meinem Konzept dann positionieren gegen Amazon. Also Stichwort werden wir sicherlich diskutieren. Stories erzählen, statt nur ein Produkt verkaufen. Robert hat es ja schon im ersten Statement gesagt. Darum kommt es, glaube ich, an. Amazon verkauft Produkte. Amazon verkauft keine Emotionen, verkauft keine Story. Und das ist ja auch eine Chance für andere, sich dann wirklich zu positionieren über eine starke Marke, über eine Story, die ich erzähle, über einen guten Service, den ich, wir reden ja im Sportbereich ja auch viel über Service, den ich noch um das Produkt hier dann auch baue. Ich glaube, das sind auch viele Chancen letztlich für andere, aber die Reichweite von Amazon ist natürlich brutal. Mhm. Und das Wachstum auch. Und in diesem Jahr besonders. Amazon, das muss man ja sagen, ist der Gewinner letztlich der Pandemie-Kategorie übergreifend. Das Wachstum wird ja von Amazon künstlich gedrosselt auf dem Niveau, auf dem es ist. Das ist ja ein Irrsinn. Du sprachst es an, Customer Journey wird immer komplexer, Online, Offline, Touchpoints kommen immer mehr dazu. Und ich glaube, neben Amazon und Marktplätzen ist natürlich auch gerade das Thema Social Media zu Corona-Zeiten auch vor allen Dingen nochmal in den Fokus gerückt. Damir, vielleicht an der Stelle an dich die Frage. Glaubst du, dass letztendlich auch für die Sportbranche der Social Media Kanal als, ich sag mal, Informations- und auch Kaufkanal letztendlich unabdingbar wird oder schon geworden ist? Also ich glaube, beim Kaufkanal wäre ich immer skeptisch, wenn ich von Social Media rede, weil Social Media, wenn wir über einen Funnel sprechen, sehr weit oben angesiedelt ist, also in der Awareness, heißt, ich versuche erstmal überhaupt die Aufmerksamkeit zu gewinnen, um meine Geschichte erzählen zu können, um mich als Unternehmen, als Angebot zu positionieren und dann vielleicht auf meine Produkte, auf meine Dienstleistungen hinweisen zu können. Und das finde ich auch ganz interessant, was du gerade gesagt hast. Amazon gewinnt. Klar gewinnt Amazon, weil wir haben, Amazon positioniert sich ja sehr, sehr viel dort, wo ich schon explizite Kaufabsicht habe. Und ich fand da ganz, ganz interessant die Aussage von Tarek Müller, dem Gründer von About You, der gefragt wurde in irgendeinem Podcast, ich glaube bei OMR, ob er dann keine Angst hat vor seiner Konkurrenz Amazon, Zalando und Co. Und dann hat er das mal in einem Funnel dargestellt und meinte, ja, wann gehst du auf Amazon? Wenn du weißt, ich möchte diese Schuhe in Braun von der Marke in der und der Größe haben, dann möchte ich die Convenience, ich möchte keine Experience. Die Experience ist einfach diejenige, dass ich reibungslosen Kauf abschließen möchte und zuverlässig meine Ware nach Hause geliefert bekommen möchte. Das heißt, ich bin sehr weit unten im Funnel, also am Produkt. Eine Stufe höher ist dann so ein Zalando angesiedelt. Da weiß ich, ich möchte Nike-Schuhe, da weiß ich, ich möchte irgendeine Marke kaufen und eine bestimmte Bekleidung, aber ich weiß noch nicht genau was. Und wenn ich ganz weit hochgehe im Funnel, dann bin ich in der Regel bei About You und so haben sie sich auch positioniert. Ich möchte meinen Stil ändern, ich möchte irgendwas an meinem Auftreten ändern, ich weiß aber noch nicht genau was, deswegen ist es ja About You. Und wenn man sich die drei Unternehmen mal anguckt, wie sie jeweils in Social Media positioniert sind, dann haben wir die Antwort darauf, nämlich About You am stärksten, Amazon am schwächsten. Und um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich, es kommt eigentlich niemand um das Thema Social Media herum. Wie relevant das dann tatsächlich und wie umfangreich das dann tatsächlich der Anteil im eigenen, in der eigenen Vermarktung, im eigenen Marketing-Mix ist, sei mal dahingestellt. Aber ich muss mich damit befassen, wo die Aufmerksamkeit ist. Und warum muss ich mich damit befassen? Warum muss ich mich mit Social Media befassen? Weil ich
was machen die Nutzer heute und die Nutzerinnen? Sie sind auf ihren Smartphones. Einen guten Teil des Tages ist die Aufmerksamkeit auf den Smartphones und dort wiederum auf ein paar sehr wenigen Apps. Und diese wenigen Apps, zu diesen wenigen Apps gehören nun mal Facebook und neuerdings auch ein Twitch und ein TikTok und so weiter, aber Instagram allen voran. Dort ist die Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn ich die Aufmerksamkeit von meinen Zielgruppen haben möchte, um sie darauf aufmerksam zu machen, dass ich ein relevantes Angebot für sie habe, dass ich die richtige Marke bin, das richtige Produkt, die richtige Dienstleistung, dann muss ich in der Regel dahin. Heißt, ich höre auch raus, Social Media ist eher, ich sag mal, doch eher im Bereich Informationsphase, Impuls an der Stelle, so in der Customer Journey aus deiner Perspektive verankert. Da stelle ich mir schon die Frage, ich habe es gerade jetzt so, ich sag mal, auch in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, dass sehr, sehr viele tatsächlich, aber auch gerade Social Media, Instagram ganz besonders, auch als Verkaufskanal tatsächlich an der Stelle nutzen. Wie siehst du das? Damit habe ich persönlich keine Erfahrungen. Ich weiß nur, dass es noch keine extrem erfolgreichen Verkaufskanäle auf Social Media gibt. Mhm. Also ich kann natürlich, ich glaube, TikTok fängt jetzt auch an zu testen und rollt auch schon aus mit unterschiedlichen Maßnahmen und einem Ads Manager und so weiter. Aber im Endeffekt sollte das nicht der Fokus sein. Der Fokus ist ja, wenn ich einen Kontakt zu einer Zielgruppe habe, diese Zielgruppe dann über, weil deswegen reden wir ja von einer Journey und nicht von einem Touchpoint und dann habe ich meinen Verkauf, diese Zielgruppe zu begeistern, zu binden und langsam zu meinem Angebot hinzuführen, je nachdem, wo sie steht, schneller oder langsamer. Wenn ich bei Google, da wo ihr aktiver unterwegs seid, eine explizite Kaufabsicht habe und ich gebe bei Google einen bestimmten Begriff ein, wie Turnschuhe kaufen oder sowas, dann ist es klar, dass ich da jetzt keine Geschichten erzählen sollte, sondern transaktionaler werden wollte. Wenn ich aber als User zu Hause auf der Couch mein Smartphone auspacke und ein bisschen auf Instagram rumsurfe, dann wird in den seltensten Fällen der Verkauf funktionieren bei mir. So, das sind so ganz logische Gedanken und Tatsachen, finde ich. Mhm. Hast du so auf Anhieb, gerade mit dem Fokus auf die Sportbranche, ein Beispiel, wo du sagst, die haben das wirklich von der Geschichte in Social Media und so, von ihrer Strategie wirklich gut gemacht? Naja, ich meine, es gibt sehr viele Beispiele. Also was ich ganz interessant finde, ist, es gibt eine Agentur in New York, VaynerMedia heißt die, und die befassen sich sehr stark mit Sportlervermarktung. Mhm. Und die haben in dieser Nische, in dieser vermeintlichen Nische, die es nicht ist, haben sie ein ganzes Geschäftsmodell aufgebaut auf dieser Basis. Und ihnen gelingt es aus ihren Sportlern, die Idole sind, die Idole sind und die auch ein riesiges Potenzial haben, Influencer zu sein oder die Influencer sind im Endeffekt, sie tatsächlich so zu positionieren. Und das finde ich mega spannend im Moment. Das ist dann so eine Mischung aus Sportmarketing, Personal Branding, Influencer-Dasein. Und ich schaffe es dann plötzlich, Menschen mit großen Marken zu verbinden und damit Zielgruppen anzusprechen. Das finde ich sehr spannend. Du sprichst es an, Influencer-Marketing, Stichwort vielleicht auch Pamela Reif an der Stelle mal, auch gerade zu Corona-Zeiten ja nochmal richtig durch die Decke gegangen, muss man ja mal ganz klar sagen. Ich finde es zum Teil auch spannend, dass ja der Begriff Influencer mittlerweile teilweise schon ein bisschen negativ behaftet ist. Ja, also da schwingt mittlerweile schon immer so ein negativer Touch mit. Wie schätzt du das ein? Wie entwickelt sich dieses ganze Thema Influencer-Marketing, weil aus meiner Perspektive hat das gerade echt nochmal so einen richtigen Schub bekommen. Genau, das hat, also ich finde, da gibt es ganz viele Facetten und ganz viele Dimensionen, die man so betrachten kann, aber grundsätzlich sind wir da wieder bei dieser Personal Brand, bei dieser persönlichen Marke, das heißt, es gibt Menschen, diese Menschen bauen eine Marke um sich herum auf,
es gibt sehr häufig sehr, sehr authentische Marken. Je authentischer, desto stärker normalerweise. Und wenn ich eine authentische Marke aufgebaut habe, habe ich eine gewisse Followerschaft. Egal, ob das jetzt ein Adidas auf einem Instagram ist oder eine Pamela Reif auf welcher Plattform auch immer. Und schon kann ich dort eine Geschichte erzählen, Aufmerksamkeit generieren und wenn ich denn möchte, das Ganze natürlich dafür verwenden, um auf irgendeine Monetarisierung einzuzahlen. Deswegen sind das alles so logische Schritte, die eigentlich passieren und die auch früher mit Idolen und Werbeikonen passiert sind, die jetzt aufgrund dieser Demokratisierung, die eigentlich im Internet stattfindet, für jeden möglich werden. Ich glaube auch, dass es sehr stark sich wieder fragmentieren wird oder dass es eigentlich im Moment auch passiert und Micro-InfluencerInnen oder deutlich kleinere Influencer auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Wert gewinnen. Und ich glaube auch, oder ich glaube, das sehen wir auch im Moment anhand der Beispiele, es ist vielleicht, es macht teilweise von außen betrachtet den Eindruck, als wäre ein Peak erreicht. Aber ich glaube, dieser Peak ist noch lange nicht erreicht. Und es wird sich auf jeden Fall insofern fragmentieren, als dass Budgets, größere wie kleinere Budgets, vielleicht nicht komplett auf sehr große Influencer verteilt werden, sondern aktiver in den Markt reingehen, wie wir jetzt sehen. Es gibt so Influri aus Berlin, so Plattformen, die es mir jetzt möglich machen, mit kleineren Influencern eine ebenfalls sehr große Reichweite einzukaufen im Endeffekt. Und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren noch sehr stark wachsen. Das heißt, man kann sich auch einfach breiter aufstellen und ich sag mal nicht nur den einen oder die zwei Influencer, sondern man streut halt letztendlich über mehr Influencer an der Stelle. Wie ist es denn, ich meine klar, Pamela Reif als Beispiel, wissen wir, du hast gerade schon gesagt, Thema Budget ist auch nicht ganz günstig. Was rätst du denn, ich sage mal, einem Unternehmen, einer Marke, vielleicht auch einem Händler an der Stelle, der halt eben sich das nicht leisten kann. Ich meine, du hast es gerade schon kurz angesprochen, Micro-Influencer, es werden auch immer mehr. Aber da stellt sich ja vielleicht auch die Frage, wie finde ich denn da den richtigen für mich? Ne? Also erstmal zum Thema Budget. Ich denke mal, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin, jedes Unternehmen sollte ein gewisses Budget für Marketing haben und dieses Budget sinnvoll einsetzen. Ob das immer Influencer sein sollen, ist mal dahingestellt. Ich denke auch nicht, dass das pauschalisierbar ist. Aber ich glaube, wir sprechen hier sehr viel vor kleineren Unternehmen auch im Moment, die bei den Zuschauern hier, die nicht unbedingt jetzt mit einer Pamela Reif oder mit irgendeinem sehr großen Spitzensportler kooperieren können, weil das wirklich auch sehr wenigen vorbehalten ist. Ich selbst gründe gerade auch auf Handelsseite und frage mich auch, wie ich mit Influencern in Kontakt treten könnte. Und da habe ich Folgendes gemacht. Ich habe Influencer kontaktiert, ich habe sie angeschrieben, ich habe gefragt, ob wir telefonieren könnten. Ein paar Talks mit ein paar größeren gehabt. Und im Endeffekt habe ich eigentlich immer dieselbe Antwort bekommen. Sei nett, meld dich, frag ganz authentisch, was du von mir haben möchtest. Und wenn ich es so richtig geil finde, dann will ich auch kein Geld dafür haben, sondern dann mache ich das mit dir als irgendeine Art von Kooperation. Ich glaube, das ist sehr schwer zu beantworten, wie ich als Unternehmen Influencer finden sollte. In der Regel würde ich einem Tool eine manuelle Recherche vorziehen, aber es gibt auch tatsächlich ein paar Tools, auch gerade aus Österreich, ich glaube Infludata heißt das, die gerade so auf den Markt kommen, die ganz cool sind, wo ich auch tatsächlich die Influencer ein bisschen besser monitoren kann, was sie gerade machen und über meine Marke erzählen und so weiter. Genau. Also das heißt, wir sehen da auch, ich sag mal, einen erhöhten Professionalisierungsgrad, was das ganze Thema mittlerweile angeht. Das finde ich extrem spannend. Ja. Gut, letztendlich geht es ja auch wiederum darum, Sichtbarkeit zu erzeugen, Online-Sichtbarkeit an der Stelle. Und deswegen haben wir ja heute auch den Mario nochmal da, wenn es ums Thema SEO, SEA geht. Ich glaube, ein Sprichwort sagt so schön, wo begräbt man am besten eine Leiche? Auf der zweiten Seite von Google ist ja so immer das Thema neben Social Media natürlich wirklich SEO, SEA, ein Thema, was ja immer wichtiger wird. Mario, an der Stelle, was glaubst du denn eigentlich sind so die ersten To-Dos, die ein Unternehmen angehen sollte, um halt eben tatsächlich das Thema Google und auch SEO und SEA an der Stelle in den Griff zu bekommen?
Ja, ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht. Also ich glaube, das ist relativ schwierig wirklich zu sagen, dass es die einfachen Schritte gibt. Also theoretisch ist es einfach so, du versuchst zu erkennen, was sucht dein Kunde da draußen, welche Keywords, welche Themen und erstellst zu diesen Themen Content. Das ist eigentlich SEO im entferntesten Sinne. Aber in Summe ist es halt meistens deutlich, deutlich komplexer. Das heißt, wir sind im SEO halt sehr breit mittlerweile. Das heißt, es geht um Erkennen von oder Verbessern von User-Signalen. Also Google nutzt mittlerweile User-Signale für die Rankings. Oder es geht um viele technische Themen. Ladezeit ist zum Beispiel ein Faktor, der schon seit 2010 da draußen rumschwirrt. Auszeichnung von semantischen Daten, die Google immer mehr nutzt. Optimierung von interner Verlinkung und so weiter. Das heißt, es ist schon ein ziemlich komplexes Feld mittlerweile, wo man nicht sagen kann, fang hier mal ein bisschen an und dann wird es schon was. Also man muss wirklich, wenn man sagt, ich fange jetzt SEO wirklich an, dann muss man es durchziehen und wirklich die komplette Bandbreite benutzen. Weil sonst haben wir immer relativ viele Kunden, die zu uns kommen, die vielleicht schon ein bisschen vorbelastet sind von anderen Agenturen oder von eigenen Erfahrungen, die dann einfach sagen, wir haben das und das getestet, hat nicht funktioniert. Und SEO ist wahrscheinlich nicht unser Kanal, weil eben die komplette Breite nicht wirklich benutzt wurde aus meiner Sicht. Ja, gut, ich meine dieses Thema, ich sag mal nachhaltiges Bespielen, entweder von Kanälen, sei es jetzt beispielsweise Social Media Kanälen oder auch, ich sag mal das nachhaltige Arbeiten am Thema SEO in Richtung natürlich Inhalte, in Richtung auch entsprechend Algorithmus, ich glaube, das zieht sich ja ziemlich durch. Ne? Also irgendwas anfangen und ich sag mal nach 3 Monaten entscheiden, okay, das ist nicht so das ganz das Richtige für mich, ist natürlich sowieso nicht so das Erfolgsrezept. Aber, Ganz kurz, es wird ja auch Kanäle geben, wo ich auf jeden Fall deutlich schneller Erfahrungen oder Ergebnisse erziele. Also wenn ich jetzt auf Google Ads gehe oder Google Shopping, da muss ich nicht unbedingt 3 Monate warten. Da habe ich, den kann ich morgen anschalten, den Kanal, und der kann ab morgen laufen. Dann kann ich ihn vielleicht noch 2-3 Monate optimieren, aber dann läuft er vielleicht schon gut für mich. Im SEO ist es halt leider nicht so. Da kann ich nach 3 Monaten nicht einen Schlussstrich ziehen und kann sagen, hat sich es jetzt gelohnt für mich oder nicht. Aber genau, SEO, Facebook ist eigentlich, oder Social Media ist vergleichbar. Das ist ein gewisser Reifeprozess, der da mit einspielt. Ja, das heißt, gerade fürs Thema SEO braucht man noch mal ein bisschen mehr Geduld eigentlich, als vielleicht für die ein oder andere, Digitalisierungsaktivität, die man als Unternehmen angeht. Ja. Ihr habt ganz konkret für Gorillasports gearbeitet, halt eben Unternehmen auch aus der Sportbranche. Magst du da ein bisschen was von erzählen? Was habt ihr gemacht? Wie seid ihr vorgegangen? Was war da so die Herausforderung? Und was habt ihr auch erreicht? Ja, gerne. Ich hatte ja auch schon einen kleinen Vortrag hier für die Fibo Business zu dem Thema aufgezeichnet. Genau, also Gorillasports ist ein Home-Gym-Online-Shop, also ein Home-Gym-Händler sozusagen aus der Nähe von Frankfurt. Und wir arbeiten mit Gorillasports seit 2017 zusammen. Das heißt, relativ lang schon und intensiv. Das heißt, wir betreuen da eigentlich das komplette Neukunden-Online-Marketing für Gorillasports. Intern geht es noch um Bestandskundenmarketing und auch Amazon natürlich. Das heißt, 50% landen am Ende bei Amazon. Die restlichen 50% Neukunden sind wir sozusagen zuständig. Und genau, im SEO haben wir da wirklich die komplette Bandbreite bedient. Das heißt, wir sind mit dem On-Page-Konzept eingestiegen, was wir gerne machen, wo wir wirklich auch sagen, was sind die wichtigsten Themen, was müssen wir in den nächsten Jahren angehen. Haben geschaut, dass wir einfach auf einer technischen Basis sauber aufgesetzt sind, dass Themen wie Ladezeit passen, dass das Shop-System einfach durchgehend SEO-optimiert ist, dass Google die Inhalte gut versteht und so weiter. Haben geschaut, was suchen denn die Leute da draußen, wenn sie beispielsweise nach einer Faszienrolle suchen? Suchen die auch nach Massagenrolle? Oder ist eine Kettlebell auch eine Kugelhantel? Suchen die mehr nach Kugelhantel in Deutschland oder mehr nach Kettlebell und so weiter? Genau, haben den kompletten Shop sozusagen durchoptimiert. Gute Content-Inhalte sind immer relativ wichtig. Und ich glaube, das Erfolgsgeheimnis bei Gorillasports war auch so ein bisschen dieser Skalierungsansatz. Wir haben halt nicht gesagt, wir optimieren jetzt einmal diesen Shop durch und dann ist SEO fertig. Aus meiner Sicht ist SEO nicht fertig. Also wenn man mich jetzt 2007 mal oder 2008 so die ersten SEO-Versuche gefragt hätte, dann hätte ich auch gesagt, ja, irgendwann werde ich mal fertig mit dem Ding und dann kann ich einen Haken hintersetzen, dann mache ich den nächsten Kanal. Aber SEO ist eigentlich nie fertig. Es kommt immer was Neues von Google dazu und man kann einfach skalieren, indem man sich einfach mal die Frage stellt, was suchen denn die Leute noch da draußen? Suchen die vielleicht nach Begriffen, die ich aktuell mit einer bestehenden Kategorie noch gar nicht abbilden kann? Was wir auch gemacht haben, ist einfach zu sagen,
Wenn wir mit dem Shop nicht mehr so viele Landingpages zusätzlich erstellen können, sprich Kategorien, lass uns einfach in der Customer Journey ein bisschen weiter nach vorne uns bewegen und sagen, was suchen denn die Leute informationsgetriebener? Also wir haben zum Beispiel gesehen, dass sehr viele Menschen nach Home-Gym-Einrichten suchen. Wir hatten das Keyword damals noch nicht besetzt. Für jemanden, der Home-Gym-Equipment verkauft, ist das eigentlich das perfekte Keyword. Wie kann ich da draußen oder wie kann ich zu Hause mir ein Home-Gym einrichten? Was brauche ich? Welcher Bodenbelag? Wie ist es in der Mietwohnung? Wie groß, wie klein, wie teuer, wie günstig und so weiter? Und genau, mit so einem Magazin können wir einfach deutlich früher in der Customer Journey den Kunden bedienen und im besten Fall dann über die Zeit mit Hilfe von Social Media, mit Hilfe von Retargeting anfüttern und ihn dann, wenn er dann die Entscheidung getroffen hat, in den Shop bringen und zum Kunden machen. Genau. Und genau, das lief bei Gorilla Sports eigentlich relativ gut. Ich hatte es ja in diesem kleinen Vortrag auch gezeigt. Wir hatten, ich glaube, eine Sichtbarkeitssteigerung von 1200% in diesen seit 2017 bis heute sozusagen. Und wir laufen jetzt mit einer Kosten-Umsatz-Relation von 3%. Das heißt, wenn man es mal mit Kanälen vergleicht wie Facebook-Ads, SEA, also Google-Ads und so weiter, ist es schon sehr, sehr günstig. Das heißt, kein anderer Kanal kommt eigentlich an solche Werte wie SEO, aber benötigt halt auch ein bisschen Zeit. Das heißt, wenn man die Geduld mitbringt und dem Kanal die Zeit gibt, dann wird man auch belohnt mit sehr kostengünstigen Kosten-Umsatz-Relationen. Mhm. Genau. Ihr arbeitet ja für, ich sag mal, Unternehmen der verschiedensten Branchen. Gab es jetzt so, ich sag mal, für die Sportbranche bei Gorilla Sports irgendwelche Besonderheiten? War irgendwas anders, überraschend? Oder war das so, weil du hast den Prozess gerade so beschrieben und das hörte sich so an, als ob das irgendwie ja genauso lief wie geplant. Und da stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, gibt es jetzt ganz konkret in der Sportbranche Besonderheiten, auf die man achten sollte? Durch Corona jetzt oder allgemein? Allgemein. Allgemein. Ich glaube nicht wirklich. Also wir haben ja tatsächlich relativ viele Kunden. Also wir haben sehr viel Fashion-Kunden, weil wir beide, also beide Gründer sozusagen aus der Otto-Gruppe kommen und dadurch haben sich halt die Kontakte in die Fashion-Branche erwiesen zuerst, aber auch im Sportbereich gibt es eigentlich, ich glaube, dieser informationsgetriebene Kanal ist so ein bisschen im Sportbereich einfacher. Also Fashion gibt es kein Keyword da draußen, das direkt zum Kauf führen könnte, finde ich immer so. Man muss erstmal beraten, man muss den Geschmack treffen und so. Im Sportbereich kann ich immer relativ schnell besser beraten und besser vielleicht so ein bisschen das treffen, was der Kunde will. Wenn jemand nach Homegym einrichten sucht, dann gebe ich einem einfach die besten Informationen. Bei welches Kleid zu XY, da muss ich erst genau das passende Kleid halt finden für den jeweiligen Geschmack. Bei Homegym gibt es da keinen großen Geschmack. Aber ich glaube prinzipiell, gibt es jetzt nicht die Themen, die in der Sportbranche da komplett unterschiedlich sind von der Fashion-Branche oder sonstiges. Bei Corona haben wir jetzt einfach zum Beispiel gemerkt, dass die Sportbranche halt der Gewinner auch war. Also bei Gorilla Sports hatten wir im ersten Corona-Monat sozusagen dann auch komplett auf kostenpflichtige Werbung verzichtet, weil wir einfach gesehen haben, das Lager ist relativ schnell ausverkauft, wir müssen kein Geld mehr ausgeben, ja. Die Leute kommen so oder so. Oder auch, wir haben zum Beispiel auch ein Gartenhaus-Online-Shop, da war es genauso, dieses ganze Gartenthema. Die haben, glaube ich, also sie sind schon, glaube ich, so die Gewinner unter den Gewinnern, kann man eigentlich sagen. Weil im Grunde hat jeder Online-Händler eigentlich dazu gewonnen durch das ganze Thema Corona. Nicht nur Amazon, sondern auch die ganzen kleinen Shops. Können wir tatsächlich von den Zahlen und Daten her auch tatsächlich bestätigen. Wobei natürlich, wie gesagt, Home- und Garten-DIY-Sportbranche gerade, besonders profitiert haben. Genau. Okay. Wir haben jetzt viel von Handelsexperten gehört. Wir haben viel von, ich sag mal, eher so aus Dienstleisterperspektive das Thema beleuchtet. Ich freue mich aber auch besonders, dass wir hier nochmal jemanden haben, der aus Hersteller- und Händlerperspektive das ganze Thema ja letztendlich auch durchgemacht hat, sich den ganzen Herausforderungen stellen muss. Robert, schön nochmal, dass du da bist. Wie ist denn deine Sicht auf die Dinge? Weil ihr seid ja letztendlich auch als, ich sag jetzt mal, im weitesten
weitesten Sinne Müsli-Riegel-Hersteller, auch eher noch in den, ja, im Fokus vom stationären Handel. Mhm. Trotzdem ist natürlich online für euch auch absolut relevant. Wie habt ihr das geschafft, so schnell? Ich meine, es waren jetzt, glaube ich, 3 Jahre. Wie habt ihr es geschafft, so schnell? Entschuldigung, acht Jahre. Und der dritterfolgreichste oder drittbekannteste Müsli-Riegel quasi am deutschen Markt. Wie habt ihr das geschafft? Was ist das Erfolgsrezept an der Stelle? Es gibt nicht das Erfolgsrezept. Wir haben das ja gerade mir brannten die ganze Zeit schon so ein paar Punkte, die ich eigentlich auch den Jungs entgegenfeuern möchte. Nicht, weil ich jetzt irgendwie anderer Meinung bin, aber man merkt ja, wir haben ja verschiedene Bereiche. Vielleicht auch um ein paar Sachen aufzugreifen, dann komme ich vielleicht auch ein bisschen mehr zur Hafervoll. Aber ich finde eigentlich alles, was angesprochen wurde, das findet man bei sich selbst als Marke wieder. Wir haben hier Themen wie Mikroinfluencing gehabt, wir hatten SEO-SEA-Themen gehabt, aber auch natürlich Content-Themen. Also das sind alles Sachen, mit denen man sich als Marke befasst. Ich sage halt immer so, vielleicht auch, um hier gerade mal das Thema Mikroinfluencing aufzugreifen, das war bei uns, also uns gibt es ja seit 8 Jahren, aber so gefühlt vor 5 Jahren ging das ja so richtig los, hat man das Gefühl. Vielleicht ist es auch nicht ganz so vor 5 Jahren, aber da haben wir uns intensiv damit befasst und da mussten natürlich alle auf Social Media präsent sein und auch wir. Und gerade wenn es jetzt darum geht, eine Strategie zu entwickeln, wie will man seine Marke groß machen? Weil es bringt jetzt nichts, irgendwie vielleicht viel in Marketing zu stecken, ohne seine eigene Marke zu kennen. Ne? Also man kann jetzt sich die Frage stellen, mache ich jetzt Mikroinfluencing oder generell gehe ich in den Bereich oder gebe ich vielleicht in SEO sehr mein Budget aus, weiß aber eigentlich gar nicht, welche Storys möchte ich denn spielen. Also was macht die Marke aus? Und da ist es für uns als Marke relativ leicht gewesen und das ist bei vielen Startups so, das steckt in deren DNA. Du fängst bei dir selber an. Das heißt, der Gründer ist natürlich immer ein Teil der Story. Deswegen, vielleicht ist es euch aufgefallen, ich bin hier reingekommen in den Raum und habe als erstes natürlich eine Story gemacht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so heftig unterwegs bin auf Instagram und mein TikTok-Profil wurde mittlerweile wieder gelöscht wegen Inaktivität. Oh, furchtbar, nein, aber natürlich haben wir am Anfang noch intensiver an Social Media teilgenommen und auch unsere Geschichte natürlich genommen. Man sagt zwar natürlich, früher hat man eher so Product First gesagt. Ich meine, die Runde, es geht um Customer Journey. Heutzutage sagt man Customer First. Bei uns würde ich schon noch sagen, dass es vor 8 Jahren eher so klassisch gestartet ist, eben auch, weil wir uns auf den stationären Handel fokussiert haben. Wir sind auch auf Amazon präsent. Wir haben auch einen eigenen Online-Shop. Und das war eigentlich das Schöne, bevor wir stationär so wirklich durchstarten konnten, das hat ja auch 1-2 Jahre gedauert, bis so langsam losging stationär, der Online-Shop war aber immer da, von der ersten Sekunde an. Und jede kleine PR-Aktion, die zahlt natürlich immer in den Online-Shop ein und klar, natürlich Social Ads und alle weiteren Online-Aktionen zahlen immer in den Online-Shop ein und da natürlich, um den Bogen zu kriegen, auch in den Customer Journey. Also ich würde nicht sagen, auch ehrlicherweise, dass jetzt Hafervoll die stärkste Marke ist, wenn es um den Customer Journey geht. Also gibt es noch deutlich bessere auch Startups im Food-Bereich, auch Just Spices zum Beispiel, weil da geht es ja wiederum auch um die Geschichten, die man erzählt. Die haben wir auch. Aber wenn es dann wirklich darum geht, warum Hafervoll sicherlich in diesen 8 Jahren so stark gewachsen ist, geht es natürlich um die Geschichten, die wir gespielt haben und natürlich auch um die persönlichen Geschichten, auch um meine Krankheitsgeschichte in der Vergangenheit. Wir hatten mit der Techniker Krankenkasse eine große TV-Aktion 2014, 2015, wo es um meine persönliche Krankheitsgeschichte geht. Und natürlich wird man dann auch online gefunden. Natürlich geht man dann auch in den Bereich und gibt dort mehr aus. Und ein Punkt, den ich auch nochmal ganz wichtig finde, also wir haben auch uns immer eigentlich gegen große Influencer entschieden. Also wir haben uns das alles angeguckt, wir haben da Anfragen gemacht und haben Angebote bekommen und haben gesagt, am Ende, nee, das können wir nicht zahlen in dem Momentum und das wollten wir auch nicht. Und wir haben so viele kleine, also geht es dann eher in diesen, das was der Damir sagte, Mikro-Influencing-Bereich, wo wir natürlich Leute angeschrieben haben. Mittlerweile ist es natürlich so, auch schon seit ein paar Jahren, dass die Leute eher auf einen zukommen, aber am Anfang muss sie das ja selber alles erarbeiten. Und wir haben einfach mit denen zusammengearbeitet, die Bock auf uns hatten. Also einfach dieses, genauso wie wir die Marke ja aufgebaut haben, das einfache, authentische, ehrliche Geschichten erzählen oder Storytelling, das haben wir im Mikro-Influencing-Bereich eigentlich auch gemacht. Ne? Leute, die Lust hatten, die gesunde Ernährung verstanden haben, die wirklich unsere Mission von Hafervoll verstanden haben, eben zu sagen, wir machen Lebensmittel ohne den ganzen Bullshit, um das mal so hart zu formulieren. Und
Natürlich, und auch eine noch Sache, die ganz wichtig ist, das unterschätzt man, das ist ja die FIBO Digital hier, aber normalerweise ist auch die FIBO ein wichtiger Teil in unserem Marketing-Mix gewesen, weil da geht es ja dann darum, eben diese Interaktion mit den Kunden zu haben. Also ich kann so viele Erlebnisse von Kunden erzählen, die teilweise sogar unser Crowdfunding finanziert haben. Also ohne die gäbe es uns gar nicht, ne? Also muss ich ja sagen, liebe Leute, die ihr zuguckt, immer wieder, wo wir uns getroffen haben, schade, dass es dieses Jahr nicht klappt. Aber die Leute kommen wirklich auf die Messen, besuchen die Brands, wollen mit den Gründern reden oder mit den Marketingleuten oder kennen irgendeinen vom Unternehmen und die wollen die Leute greifen. Also auch wenn wir in einem digitalen Zeitalter leben, künstliche Intelligenz und alles weitere super spannende Themen sind, ist es aber immer noch so, wir sind keine Roboter. Ne? Wir lassen uns immer noch von Emotionen treiben und Emotionen verkaufen auch. Ne? Da gibt es super schöne Marketingbücher auch, die man sich reinziehen kann, wie sehr das halt essentiell ist für eine Marke. Und vielleicht, um nicht ganz so lange zu reden, diese Summe natürlich auch an Interaktion, die hat uns sicherlich so erfolgreich gemacht. Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ihr seid von Anfang an sowohl online als auch stationär unterwegs gewesen. Habt also quasi, ich glaube, von Anfang an auch versucht, ich sag mal so den kompletten Mix an Touchpoints auch entsprechend zu bespielen. Erste Frage, kannst du vielleicht tatsächlich ein oder zwei Touchpoints ausmachen, wo du halt sagst, das war so richtig, da hat es Boom gemacht. Das war so der Durchbruch an irgendeiner Stelle. Und natürlich auch nochmal so die Frage, wie konkret habt ihr diese oder was habt ihr konkret getan, um diese verschiedenen Touchpoints zu bespielen? Du hast gerade schon das mit dem Micro-Influencing angedeutet, aber nur auch das ganze Thema Online-Shop muss ja auch in irgendeiner Art und Weise bespielt werden. Stationär ja auch immer noch. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was erzählen? Also die erste große Aktion, das war aber nichts, was wir jetzt bewusst gesteuert haben, das war eben die nationale TV-Kampagne mit der Techniker Krankenkasse. Aber klar, die zahlreichen Messen, also wir haben viele Endkundenmessen gemacht, das waren so in den ersten Jahren, wie gesagt, sehr klassisch, so die größten Booster gewesen, ne? Was jedem Kunden, der gekauft hat oder auch nicht, einen Rabattcode in die Hand gezimmert und der hat dann online nachbestellt. Wir waren nie, was jetzt so Online-Paid-Advertising anging, würde ich sagen, die stärkste Marke. Ne? Weil auch da muss man sagen, wenn du online und stationär bist, dann hast du verschiedene Touchpoints. Wir hatten 2015 die nationale Listung, wir haben Ende 2013 gegründet. Und in 2015 haben wir auf einen Schlag eine nationale Listung bei Rossmann bekommen. Das war so der Händler-Touchpoint, muss man vielleicht sagen, wo wir dann relativ schnell eine gewisse Sichtbarkeit hatten, aber ehrlich gesagt trotzdem kein Budget groß, um das zu vermarkten. Also es waren wirklich diese kleinen Schritte. Normalerweise, ich bin nicht Fan davon zu sagen, man macht alles so ein bisschen, ne? Was soll da auch schon groß bei rauskommen? Eigentlich muss man sich für gewisse Kanäle genau platzieren. Und für uns war es halt aber immer so, dass wir eigentlich diesen Zwiespalt zwischen online und stationär hatten und eigentlich immer so ein bisschen natürlich in Richtung stationär auch geschielt haben. Wenn es jetzt wirklich darum geht, was war so für uns einer der wichtigsten Faktoren neben den Messeaktivitäten, war es natürlich Social Media. Ne? Also unsere Marke, die Marke-Idee und auch das, wofür Hafervoll steht und auch die Unternehmer, die Gründer und das ganze Unternehmen einfach vorzustellen, war natürlich Social Media das Wichtigste überhaupt. Und ich würde aber nicht sagen, dass da, also bei uns gab es nicht diesen Boom, sondern es war wirklich immer so dieses wellenartige Fortlaufen, mal mit mehr Aktion, mal mit weniger. Und klar, je größer wir geworden sind, desto stärker sind natürlich die Spendings dann in diese Bereiche, wo man dann herausgefunden hat, gut, was ist jetzt ein guter CPC bei Social Ads, ne, wo kann man mit arbeiten, aber auch zeitgleich, und das finde ich auch mal ganz wichtig, weil es geht ja so ein bisschen um Customer Journey und nicht um nur Umsätze, auch das Thema Brand Advertising, also wie wird eine Brand gut vermarktet, und da sind, glaube ich, auch Tools, und ich glaube auch immer noch, dass auch Hafervoll da besser werden kann, sind es dann so Themen wie wie stark kann ich das Kundenfeedback in meine Marke mit einbauen lassen, also über Kundenumfragen. Wir haben ein simples Beispiel. Wir haben ja mit unseren Riegeln recht wuchtige Riegel. Die sind ja entwickelt, um eine Schale Müsli zu ersetzen. Das heißt, es ist nicht der leichte Snack. Wir haben ja so Kunden gehabt, natürlich viele in den letzten Jahren, die gesagt haben, Mensch, Riegel sind klasse und Zutaten und die Gründer sind auch ganz fancy und haha. Aber mach doch mal kleinere Riegel, ne? Das ist mir doch ein bisschen zu viel, oder, ne? Also diese Themen, und das ist jetzt vielleicht so der kleinste Baustein für ein Food-Startup oder Food-Unternehmen, wo man eigentlich diesen Customer-Journey
zusammengeht, unabhängig von den Interaktionen, die man ja auch hat. Wenn ich überlege, ich persönlich werde auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf Xing, auf LinkedIn, also auf allen Kanälen bespielt, wo ich manchmal auch denke, oh, das wird mir doch ein bisschen zu wild. Ich war letztens, ich glaube, zwei Monate lang nicht mehr auf Facebook, was schon heftig war. Und dann siehst du da irgendwelche Nachrichten und denkst so, wow, also auf meinem privaten Kanal, der Hafervoll-Kanal wird von Mitarbeitern bespielt. Aber ja, also gerade für ein Food-Startup und auch für junge Startups ist natürlich der Unternehmer, wenn er vielleicht nicht ganz so introvertiert ist, sicherlich auch im Fokus. Und ja, die Big Booster, die muss man sich erarbeiten. Wir hatten mal eine schöne Aktion. Unser 5-jähriges haben wir mit einer limitierten Edition, das kam nicht auf Kundenfeedback, das haben wir uns selbst ausgedacht, mit Blattgold verziert und die für 99 Euro in Online-Shop gehauen, um so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, Shitstorm zu provozieren, aber auch mal ein bisschen mit den Leuten zu spielen. Natürlich kamen da irgendwelche Vorwürfe, dass wir arme Kinder in Sierra Leone ausbeuten oder irgendwas, was wir, ich sag mal, mit 5 Milligramm Blattgold, da veränderst du keinen Markt. Also das waren natürlich so die heftigsten Feedbacks, aber das war alles so mit so einem Augenzwinkern, ne? Sag ich mal, ja, angedacht. Und eines vielleicht, was so das schönste Beispiel ist, auch die Firma True Foods, die es ja auch eigentlich immer ganz gut schafft, mit einem Augenzwinkern, sag ich mal, die eigene Marke. Und ich meine, wenn man die Jungs kennt und die Mädels, dann weiß man, das ist die Marke. Also so wie das Marketing ist, das sind die Personen, die dahinter stecken. Und ich werde genau diese Frage, was hat euch erfolgreich gemacht? Die werde ich immer gefragt, auch von anderen Startups. Hey, wie habt ihr das geschafft? Und dann sage ich halt auch immer, das ist das, was die nicht hören wollen. Aber ich sage, ja, sei du selbst. Also du musst jetzt nicht True Foods oder Just Spices oder Hafervoll oder wem auch immer oder About You copy-pasten, sondern ihr müsst in erster Linie ihr selbst sein. Und ich sage mal, da zurück auf die Marke geschliffen, zu verstehen, was die eigene Marke ist. Und dann, wir reden ja hier über ein Customer Journey, zu verstehen, wie man den Kunden da einbinden kann, also den wirklich dran teilhaben lässt, wie man Kundenfeedback auswertet, gibt es auch schöne KPIs, die man einfließen lassen kann, wie man das dann auch, ja, in den kompletten Prozess, sage ich mal, einsteuert. Und ganz entscheidend ist, glaube ich, ich finde es immer so schön, Amazon wird immer so als Beispiel für Customer Journey genannt. Wir haben es, glaube ich, auch hier vorhin mal so ein bisschen Es wurde schon mal kurz genannt, ja. Kurz genannt, aber es ist ja so, man redet da ja nicht, ja, mit Menschen, ne? Das heißt, man schreibt da eine E-Mail und man kriegt ja da auch nichts zurück. Also es ist witzig, dass die Leute, wir jetzt hier nicht auf Amazon haten, aber es ist ja witzig, dass das immer so als gutes Beispiel für Customer Journey genannt wird, wobei es ja eher in der, ne, Transaktion, so wie, ja, du es richtig, mhm, genannt hast, genau das ist, ne? Der Kunde weiß, was er will. Er ist wahrscheinlich bei Prime eh angemeldet, ich brauche jetzt, was ich, eine Maske oder irgendwie sonst was, ein Pfefferspray oder irgendwie vielleicht ein Müsli-Riegel oder Gorilla Sports Sachen, und dann kauft er das. Aber ich glaube, da kann man deutlich mehr, ja, rausholen, wenn es dann wirklich darum geht, diese Reise mit dem Kunden mitzumachen. Da rechts neben dir wird jemand ein bisschen nervös, wenn er hört Customer Journey Amazon und, ja, naja, vielleicht machen sie es doch nicht ganz so gut. Kai, wie siehst du das? Also stimmst du Robert zu da an der Stelle? Oder ist es, Jein. Also ich glaube, Amazon ist ja durchaus auch ein Beispiel, das auch sehr stark vom Inhaber geprägt ist. Ein ganz, ganz starken Stempel. Also diese DNA von Amazon, dieses wirklich schon an vielen Stellen brutal vom Kunden her denken. Ich hatte heute Morgen hier ein Interview hier mit Ralf Kleber dann auch noch gehört, der das nochmal sehr, sehr plastisch dann auch rübergebracht hat. Und ich glaube, dass das ähnlich, wie du es ja dann auch sagst, Robert, es muss halt sehr authentisch sein. Ich glaube, zu Amazon, also wenn wir uns das Imageprofil anschauen von Amazon aus einer Kundensicht, dann ist das total klar, dass es extrem kundenorientiert wird, das Unternehmen wahrgenommen. Es wird als extrem bequem wahrgenommen, es wird als extrem verlässlich wahrgenommen, ganz hohe Vertrauenswerte, und es wird als total Umwelt, die Umwelt belastend, wenig nachhaltig, die Mitarbeiter ausbeuten, keine Steuern zahlen, all dieses Thema. Das haben Konsumenten, haben schon ein sehr, sehr klares Bild, und ich glaube, das liegt auch daran, dass es letztlich aus meiner Sicht noch ein unternehmergeführtes Unternehmen ist, trotz der Größe. Wenn wir uns anschauen, als wir begannen, uns mit dem Thema zu beschäftigen, hat jeder gesagt, Amazon, die verbrennen nur Geld, die sind bald wieder weg. eBay war das große Thema. Schaust du dir eBay als Plattform an, die hatten in den letzten Jahren immer wieder Wechsel, Strategiewechsel, Management geführt, dann neues Management rein.
hat dazu geführt, dass sie ihren Kern ein bisschen verloren haben. Und ich glaube schon, dass Amazon hier einen Kern hat, aber der ist halt sehr transaktional. Der ist sehr so, wie sein, dass es keine Emotionen hier auch drin. Und ich glaube, das ist gerade die große Chance eben für alle, die nicht Amazon sind, über eine Story erzählen, wie ihr sie erzählt, über eine Story, wie sie der Tarek Müller hier dann auch erzählt. Das muss man ja auch sagen, als About You. Ich hätte nie gedacht, ehrlich gesagt, dass sie es noch schaffen, so groß zu werden, weil da war ja nicht nur ein Amazon, aber auch ein Zalando, wie du es ja auch richtig gesagt hast, nochmal eine Ebene drüber. Aber sie kommen halt sehr authentisch rüber, sie erzählen eine gute Story, das ist im Prinzip das Thema, wie wir es ja früher immer bei Harley-Davidson gesagt haben, sie verkaufen kein Motorrad, sie verkaufen irgendwo ein Lebensgefühl. Gut, du kannst eine Marke dann irgendwo dann auch, wenn du sie nicht weiter pflegst, auch da geht die natürlich auch wieder kaputt, wirkt dann irgendwann nicht mehr authentisch, wenn du sagst, das ist eigentlich ein Motorrad für Anwälte und für Ärzte im gehobenen Alter, geht natürlich auch eine Marke irgendwo, geht das Authentische verloren, denk mal, was hat das noch mit Freiheit zu tun? Ich glaube, das ist die große Kunst, Storys zu erzählen, deswegen ist ja das Influencer-Thema ja auch so ein spannendes und ich glaube, das Influencer-Thema, aus meiner Sicht kommt es ja fast aus dem Sportbereich, weil wenn du das anschaust, wurde ja vorhin auch schon von Damir richtig gesagt, die Sportler früher, ich meine, da hast du im aktuellen Sportstudio gesehen und dann hatten die da halt was auf dem Kragen drauf, dann war da irgendwo eine Marke, aber schon das hat ja beeinflusst und wenn du dir heute Fünfjährige anschaust auf dem Fußballplatz, dann haben die ein Ronaldo und ein Messi-Shirt an und da siehst du den Einfluss schon daran, dass die vor einem Freistoß, wenn sie mal einen kriegen sollten, dann ziehen sie sich je nachdem, ob sie das 7er-T-Shirt anhaben oder nicht, ziehen sie sich schon die Hose bis unter die Achseln hoch und stehen auch so breitbeinig da. Das ist Influencing und das geht ja da schon sehr stark, sieht man im Merchandising-Bereich sehr stark, sehr schnell auch in eine Transaktion über. In anderen Bereichen brauchst du halt mehr Zeit, musst du länger. Und ich glaube, der kleinste gemeinsame Nenner ist halt immer dieses wirklich vom Kunden her denken. Das ist, glaube ich, schon das, was dann nicht dogmatisch Kanäle ist. Ich finde, das kann man auch von Amazon lernen, dass man sagt, gut, das geht nicht darum, einen Kanal zu bespielen, sondern es geht darum, es wirklich vom Kunden her zu sehen. Und ich finde gut, und damit bin ich auch Schluss mit Amazon, aber Jeff Bezos ist ja so der neue Konfuzius irgendwie, hat man das Gefühl, hat ja jede Menge schlauer Sprüche. Ich finde den Einspruch halt wirklich gut. In einer Welt, in der sich so viel ändert, ist es gut, auf die Sachen zu schauen, die sich nicht ändern. Und da glaubt eben, wenn der Kunde die Wahl hat, möchte er lieber mehr Auswahl haben als weniger Auswahl. Er möchte lieber mehr Reichweite, ja, als weniger Reichweite. Er möchte lieber eine schnellere Lieferung haben als eine kürzere Lieferung. Und er möchte lieber die Auswahl haben bei Kanälen. Und deswegen geht ja Amazon auch in stationäre Kanäle rein. Und das hat für mich eben diese Online-Offline-Diskussion für mich eine künstliche, die nicht verstanden haben letztlich, dass es darauf gar nicht ankommt, sondern es geht um Kanäle. Online ist ja im Übrigen auch kein Monolith, sondern so wie wir es ja hier auch diskutiert haben, wir haben SEO, wir haben SEA, wir haben den eigenen Shop, wir haben die Plattformen, wir haben Social-Media-Kanäle und ich glaube, da muss man sehr differenziert vom Kunden kommen und ich sehe eben eine große Chance, gerade im Sportbereich, wir haben tolle Marken, wir haben tolle Storys, die wir erzählen können, Gesundheit ist ein tolles Thema, Fitness ist ein tolles Thema, ich glaube, da ist eine Chance, dass wirklich für Brands im digitalen Zeitalter die Möglichkeiten, wir diskutieren das ja oft so unter so einem Risikoaspekt. Eigentlich ist es doch super. Es wäre für euch auch viel schwieriger, letztlich die Geschichte zu erzählen, wenn es diese digitalen Kanäle so nicht gäbe, wenn man darauf angewiesen wäre, dass der stationäre Handel die Geschichte, eure Geschichte letztlich dann auch weiterträgt. Also ist ja eine tolle Welt und die bietet eigentlich jedem auch die Chance, die bietet Startups eine Chance, die bietet stationären, traditionellen Unternehmen eine Chance. Man muss sie dann halt auch nur entschlossen nutzen und man muss halt wissen, was man macht. Das haben wir ja hier schon auch diskutiert. Das ist halt nicht so ganz einfach. Es ist halt eine neue Welt für viele. Ist ja auch langweilig, für Frau Merkel ist es Neuland, für meine ist es zum Glück nicht mehr Neuland, aber es sind halt viele, es ist eine komplexe Materie, es ist eine hohe Dynamik hier auch drin, Mechanismen verändern sich. Ich finde, also zum Thema Amazon vielleicht, ich bin auch kein riesen Amazon-Fan oder so, aber was ich da interessant finde und worauf da sehr stark geachtet wird und davon können wir, glaube ich, alle lernen und die ZuschauerInnen da draußen und so weiter, ist,
der Übergang von diesem klassischen Funnel-Denken weg, auch zum Flywheel und zu einem eigenen Ökosystem, das man sich erschaffen sollte. Sei es Flywheel oder wie auch immer man es nennt, am Ende, dass man sich Fans aufbaut, dann sind wir wieder bei Customer Centricity, dass man sich Fans aufbaut, weil man ja ein großes Problem auch hat. Es gibt ja ein wirtschaftliches Problem, die Kundenakquisitionskosten, die auf den GAFA-Plattformen immer höher werden und es immer schwieriger wird. Also es ist immer geiler, ist eigentlich einen organischen Kanal zu haben. Der beste organische Kanal, finde ich, ist nicht SEO übrigens, sondern Marke, aber da bist du wahrscheinlich mit dabei. Ja. So, also wenn ich eine Marke habe, habe ich eine Marke, dann habe ich Trust, dann habe ich die Kanäle, dann habe ich die User, dann habe ich alles, was ich brauche, wenn das Produkt stimmt, die Dienstleistung stimmt. Aber ich finde es mega interessant, ein eigenes Ökosystem zu erschaffen. Das ist ja das, was Amazon auch eine Meisterschaft drin erlangt eigentlich, ein eigenes Ökosystem zu erschaffen und dort meine Kundinnen drin zu binden, zu begeistern und zu beliefern mit dem, was sie haben wollen, entweder im Kern oder auch in den Satellitenleistungen und Produkten, die man so benötigen könnte. Und vielleicht auch da nochmal anknüpfend, was ich immer ganz spannend finde, ist auch da die Diskussion auch mit anderen Startups, ja, sollen wir Amazon machen oder das und jenes, und ich sage halt immer, naja, es ist auch so eine Floskel, aber man soll ja seinen Kunden da abholen, wo er ist. Ne? Keine Ahnung, wer diesen Spruch mal gesagt hat, aber der wird ja tausendfach dupliziert, und das stimmt aber auch. Mhm. Im Endeffekt, ich persönlich bin auch kein Amazon-User. Ich habe zwar ein Konto, aber keine Ahnung, wie das Passwort lautet. So, ich bestelle da einfach nicht. Ich bin so ein Offline-Kind immer noch. In 80ern geboren, keine Ahnung, aber es ist ja wirklich so. Ne? Dann kommen die neuen Generationen, wenn man sich jetzt so TikTok anguckt, ne? wie da konsumiert wird, übrigens auch in Asien, auch wenn man sich da diese Alibaba, Tmall Live-Influencing-Sell-Plattform anguckt, einfach nur krank, was da passiert, also wie viele Milliarden da innerhalb von so einem Live-Influencer in so einem Video gemacht werden, das ist ja dann schon fast so wieder der neue Kanal. Ich weiß gar nicht, ob es das so in Europa so schon gibt, aber das ist ja so dann so the next stage of influencing und selling, wo eigentlich diese Verschmelzung, du hast das, glaube ich, vorhin mal gesagt, für dich ist Social Media kein Umsatzkanal oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, aber es wird immer mehr dieser Kanal, ne, wo man natürlich auch die Konsumverhalten mehr und mehr verändert. Ne? Die älteren Generationen vielleicht weniger, aber die jüngeren. Und da ist dann wiederum als Marke dann die Frage wirklich, will ich jetzt nur über einen Kanal verkaufen? Gehe ich jetzt nur stationär oder mache ich nur meinen eigenen Online-Shop? Auch da gibt es interessante Beispiele. Ne? Also so eine Marke wie Rocker Nutrition, die jetzt zum Beispiel nur ihren eigenen Online-Shop hat, beispielsweise. Gut, ein bisschen im stationären Handel. Aber es gibt für alles gibt es gute Beispiele. Aber ich persönlich war immer so ein Fan von Multichannel. Das ist ja auch nichts für die Ewigkeit, aber einfach dort zu gucken, wo ich dann vielleicht einen Kunden abhole, der dann vielleicht nicht über meinen Online-Shop bestellt, würde vielleicht auch bedeuten, dass ich dann insgesamt weniger Spendings habe. Ne? Das ist ja auch ein kleiner Vorteil als junge Marke. Ne? Ob das als große Marke, je größer man wird, desto eher muss man natürlich dann die Kanäle betrachten, obwohl ich jetzt gar nicht so diese Kanaldiskussion führen wollte, weil im Endeffekt hast du ja vollkommen richtig, das, was ja Amazon eben nicht macht, ist einfach nicht die Diskussion, über einen Kanal zu eröffnen, sondern sie sind eigentlich überall. Ne? Also, und am Ende kommen die Pakete noch mit der Drohne irgendwie auf der letzten Meile angeliefert. Ne? Aber gut, das ist ja auch, glaube ich, bei euch durchaus auch ein Erfolgsrezept. Ne? Ihr seid die Drohnenlieferung? Auch, nee, die Bespielung aller Kanäle. Ne? Also das sind halt eben nicht nur online, nur offline sein, sondern das ist halt auch da der Mix ist an der Stelle. Wir ne? sind quasi also, so die Wanderhure der Müsli-Riegel. Um das jetzt mal so hart zu formulieren. Nein, aber klar, wir haben gestreut. Und auch bei dem Thema Micro-Influencing haben wir natürlich auch am Anfang geguckt. Die beste Werbung für uns damals war einfach das Produkt natürlich. Ja. Und das haben wir auch gestreut und geguckt, was, sag ich mal, passiert. Und so ein bisschen auch Learning by Doing. Klar, den ein oder anderen Euro, den haben wir auch mal verfeuert. Ist immer gut, wenn man das nicht machen muss, aber ja, Erfahrungswerte. Blick auf die Uhr tatsächlich. Ich habe noch zwei Fragen. Ich nehme auch nochmal Thema Multichannel mit Kundenzentrierung, da mir an der Stelle auch nochmal wirklich, glaube ich, ein relevanter Aspekt. Ich habe noch eine Frage, da mir geht nochmal in deine Richtung zum Thema, das hat Robert gerade auch schon angesprochen, ich glaube, es war nochmal eine TV-Kampagne, eine Werbung an der Stelle klassisch. Jetzt mal kurz auch so im Vergleich zu den, ich sag mal, neueren Kanälen, Online-Kanälen, Social Media und so weiter. Mhm. Gerade mit Blick auf Corona hat sich da irgendwie nochmal ein stärkerer Wandel ergeben? Hat Corona da auch so nochmal wieder als Beschleuniger der Entwicklung im Vorfeld schon agiert? Oder wie ist da dein Blick gerade drauf?
Also ich glaube, da sind sich alle einig. Da braucht man nicht diskutieren. Und mein Blick ist wahrscheinlich der schwächste darauf. Also das Kundenverhalten, die Centricity, den Kunden dort abzuholen, wo er ist, emotional, Storytelling und so weiter und so fort. Das ist alles schon passiert, Jahre bevor es Corona gab, Jahre bevor sich angeblich das Nutzerverhalten wieder geändert hat. Ich glaube, das Nutzerverhalten ist immer noch dasselbe. Die Leute wollen halt einfach, auf der einen Seite wollen sie Fans von der Marke sein, wie bei euch, und einfach nachkaufen und ich finde das geil und ich identifiziere mich mit der Marke. Auf der anderen Seite wollen sie sich convenient bei Amazon was bestellen und das morgen Nachmittag im Eingang liegen haben. Ich glaube, das Kundenverhalten hat sich in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren extrem stark verändert durchs Internet, weil es bestimmte Möglichkeiten gab. Das Internet und die Angebote haben das Kundenverhalten geändert, das Kundenverhalten hat aber auch diese Angebote geändert. Also es ist eine reziproke Geschichte, glaube ich, da passiert. Und naja, bei Corona, dann sind es halt so ein paar logische Sachen, wie ich bleibe zu Hause. Welche Märkte profitieren dann davon? Oder was ist dann mit Restaurants? Was ist mit Sport? Was ist mit der Couch? Was ist mit dem Garten? Was ist mit, also das sind alles so sehr logische Themen, finde ich. Und am Ende finde ich die Frage ganz interessant, wie wird sich das jetzt auslaufen? Also wenn jetzt Menschen wirtschaftliche Entscheidungen treffen müssen für die nächsten Jahre, seien das Investitionen in Kanäle, in neue Abteilungen, MitarbeiterInnen, wie auch immer, wie wird das jetzt auslaufen, das ganze Thema? Wie intensiv, wie schnell, wie langsam? Und ich finde, was wir heute noch nicht so richtig auf den Punkt gebracht haben oder noch nicht thematisiert haben, ist das Produkt und die Dienstleistung. Das ist auch immer noch neben dem Kunden ein sehr wichtiges Element in dem ganzen Thema Marketing, weil wenn das nicht stimmt, kann das Marketing noch so geil sein. Dann wird man sich immer fragen, warum funktioniert der Traffic auf eBay nicht? Oder warum funktionieren bestimmte Kanäle nicht, obwohl sie doch eigentlich funktionieren, aber hinten raus generieren sie nicht den Umsatz? Naja, weil die Nutzer das nicht geil finden, weil sie es einmal kaufen und dann nie wieder. Und ich glaube, dieses Verhalten wird sich nie ändern. So. Also ohne gutes Produkt, ohne gute Dienstleistung, da hilft auch der beste Social-Media-Auftritt wahrscheinlich nicht. Finde ich ein sehr, sehr schönes Fazit an der Stelle. Erstmal danke an die Runde. Schön, dass ihr da wart. Danke für den Experten-Input an der Stelle. Ich bedanke mich auch bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ein kleiner Hinweis noch auf die nächste Session, die um 16 Uhr startet an der Stelle mit dem FitTech Summit FIBO Edition zum Thema Connect or Be Connected, Digitizing Gyms Inner Workings, How Gyms Can Embrace Digital Workflows, Digitize Internal Processes and Drive Customer Engagement. Dabei wünsche ich euch auch viel Spaß und bedanke mich und wünsche noch einen schönen Nachmittag.